Ciao a tutti, heute heißt es Pasta e Ceci, also Kichererbsen und Pasta. Passt das zusammen? Ja, es passt hervorragend zusammen. Es wird richtig gut. Wir nehmen dazu ein rotes Zwiebelchen, Olivenöl, natürlich eine Pasta, Knoblauch, Parmesan, gehackte Tomaten. Ihr braucht ein bisschen Wasser, Chili und natürlich die wichtigste Zutat für dieses Gericht, die Kichererbsen. Dann gibt es jetzt erstmal ein bisschen Schnippelarbeit. Wir nehmen die rote Zwiebel, zwei Knoblauchzehen und Chili. So, und Rosmarin brauchen wir nicht sofort. Ich bereite das aber trotzdem schon mal vor, reiß mir die Zipfelchen da ab, mach sie eben sauber und hack sie schon mal fein. So, jetzt geht's los mit dem Anschwitzen. Dazu ein bisschen Olivenöl in den Topf. So, jetzt sind die Zwiebeln und der Knoblauch soweit. Es kommen also die gehackten Tomatoes. Da haben wir hier eine wunderschöne Karaffe, die genauso heiß wie ich. 200 Milliliter Wasser. Ich tue jetzt auch einfach da rein. Jetzt nehmen wir uns auch schon so ein paar von den Kichererbsen. So. Das Ding köchelt jetzt ungefähr 10 Minuten, das heißt, wir können uns jetzt auch schon mal um die Pasta kümmern. Die werfen wir auch schon ins kochende Wasser, habe ich nämlich wieder auch in weiser Voraussicht aufgesetzt gehabt, den Pot hier. Das salzen wir jetzt nur noch und dann rein da mit der Pasta. Rosmarin. Und jetzt kommt unsere Pürierstab-Action. Können wir es ein bisschen runterdrehen noch. Und es geht los. Es ist auch, glaube ich, so ein bisschen so eine kleine Schweinerei, die wir jetzt hier veranstalten. Jetzt schmecken wir noch mal so ein bisschen mit Salz, Pfeffer ab. Packen den Rest der Kichererbsen hier gleich, den heben wir noch runter. Dann warten wir, bis die Pasta fertig ist. Wir können auch jetzt auch die Zeit nutzen, um noch mal so ein bisschen Petersilie grob zu hacken. Die brauchen wir nämlich am Ende auch. Schmeckt gut. Schmeckt fertig, wir können umfüllen. So, Nudeln jetzt mit in die Soße. Petersilie mit rein, ne? Ich würde es noch jetzt ein bisschen salzen, also auch da könnt ihr nachher noch so ein bisschen nachjustieren. Und dann haben wir's. So, jetzt fehlt nur noch der Parmesan. Zack. Großzügig rüber. Ich präsentiere Pasta e Ceci. Sieht nicht nur unfassbar gut aus, es schmeckt auch unfassbar lecker. Probiert das auf jeden Fall nach. Lasst uns dafür gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert natürlich den Kanal, um nichts zu verpassen. Kommentiert auf jeden Fall unter allen Videos, die ihr guckt. Gerade das, was euch einfällt, gebt uns gerne Feedback zu den Gerichten und auch gerne Vorschläge für neue Gerichte. Also Leute, reingehauen und ciao.